Hallo, liebe Fans der verbotenen Liebe, speziell hallo, liebe Krolli-Fans. Ab September bin ich wieder einige Zeit bei der verbotenen Liebe mit einer abgefahrenen Geschichte. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir, ja, wenn wir uns da sehen, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber wenn ihr mich auf jeden Fall da seht, zusammen mit dem Olli und der ganzen Bande, wird sehr lustig und sehr dramatisch und ja, mit allem drum und dran. Schaltet ein. Verbotene Liebe ist tatsächlich ein Lebensabschnittsgefährte, kann man ja fast sagen. Ich war über 7 Jahre bei der Serie, bei einem Sender, den ich auch sehr mag. Ich finde, die ARD ist ein toller Sender. Es hat ja einen riesen Vorteil, dass ich auch wieder hier bin, weil ich sehe Jana jetzt auch mal wieder öfter. Wir können endlich mal wieder zusammen mittags essen. Ja, wir sitzen in der Kantine immer zusammen. Das war früher so ein Ritual und das hatten wir jetzt tatsächlich lange nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt über ein Jahr nicht mehr zum Mittag zusammen gegessen. Ne? Ja. Und jetzt haben wir... Endlich wieder. Ja. Und ja, ich kann sie auch wieder bei der Arbeit ein bisschen kontrollieren. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, dass ich so ein bisschen den wachenden Blick über Jana habe. Und ich kann die coachen im schauspielerischen Bereich. Und ich habe auch viele Tipps gegeben für ihre ganzen Szenen und so. Mhm. Und nein, es ist tatsächlich ein Vorteil, jetzt mal wieder Jana so ein bisschen für mich hier zu haben. Ich musste jetzt ein Jahr hier... als Einzelkämpfer Grolli am Leben halten und es ist natürlich toll, dass Tore jetzt wieder da ist und wir haben viel zu drehen, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben beim Drehen immer sehr viel Spaß. Das war ein bisschen einsam und schöne Szenen, die ich zu spielen habe, auch da war ich so ein bisschen einsam und auch einen Kollegen, mit dem das Drehen Spaß macht. Also ich habe hier auch andere Kollegen, mit denen ich gerne drehe, aber Tore ist da natürlich schon einer meiner Lieblinge. Das ist wirklich, also... Das ist so eine Art Vorspiel jetzt. Wir sehen ja gleich eine Erotik-Szene und da ist das einfach so, wo man denkt, wow, jetzt kommen wir in Stimmung. Ja. Das ist ja auch, danke. Was wirklich, was jetzt so natürlich bei meinem neuen Job irgendwie wirklich gar nicht ist, dass ich so einen Partner habe. Mhm. Aber... das sieht ganz gut aus. Das ist wirklich schade. Müssen wir nur noch abpudern. Ja. Danke, ihr könnt weitermachen. Der Christian, ja, der kommt mit einem Geheimnis zurück nach Düsseldorf. Ein, naja, ich sag mal so, der Christian hat mal wieder Scheiße gebaut, was natürlich immer sehr schön ist zu spielen. Aber da wird es, glaube ich, sehr, sehr viel Trouble geben und sehr viele Diskussionen und so. Eigentlich alles wie früher, ne? Wie das halt so ist in der Serie.